Salut Bissom, dieses Jahr wird in Ovana ein Geburtstag gefeiert. Vor 50 Jahren ist der K2 in Funktion gekommen. Der Kronenbäuer Betrieb gehört zu der wichtigsten Brauerei in der Welt und die tun wir jetzt das besichtigen. 72 Flaschen in der Stunde, 7 Millionen Hektoliter Bier im Jahr und über 600 Arbeiter. Und das alles auf 70 Hektar. Weil es in Straßburg zu eng war, hat vor genau 50 Jahren Kronenbäuer eine neue Brauerei in Böhe. Ein großes Grundstück ist gesucht worden und so ist Ivana ausgewählt worden. Le site d'Auvernay a été choisi d'une part de par la qualité de l'eau qu'on y trouve, puisqu'on est situé dans le piémont des Vosges et qu'on bénéficie de la nappe phréatique d'Alsace et de la qualité de cette eau-là. Et deuxièmement, c'était à l'époque un développement que l'entreprise a fait parce qu'on avait moyen de s'étendre et donc on protégeait les années à venir, voire les décennies à venir en s'implantant en Auvernay. Der Freddy kann sich noch ganz gut erinnern. Vor 50 Jahren hat er bei der Inweihung vom K2, neue Brauerei, mitgemacht. Ich bin damals schon wir, als kleiner Böter hergekommen, weil ich wie meine Mama in Kronenbäuer-Straßburg im Restaurant d'Entreprise geschafft hat. Und voilà, damals hat sie mich mitgenommen, wie die Inauguration gemacht wurde. Die Brauerei gehört zum Freddy seiner Laufbahn. Vor 40 Jahren hat er bei Kronenbäuer angefangen als Techniker. Mit seinen Kollegen hat er elektronische Kontrollsysteme für die Produktion erfunden. Wir haben gewissen noch Partnerschaft gehabt mit dem Fabrikanten, wie zahlen uns anfangen haben zu Apparat bauen. Und dann haben wir effektiv Development gemacht mit ihnen und uns selber Apparat favorisiert. Mit der Zeit hat sich die Brauerei immer verbessert und modernisiert. 350 Sorten Bier sind hier ausgearbeitet. Jedes Jahr wird eine neue Biersorte entwickelt. Die Leute hitzen das, weil alles andere Produkte mehr. Vor Zeiten hat es Blondesgarn oder ein Brünz oder ein Ambré. Hitzen das, weil es ein Spezialprodukt. Sie trinken nicht mehr so viel wie vor Zeiten, aber sie wollen ein gutes Bier, ein spezielles Bier. Und Hopfen hat sich auch entwickelt in den letzten 4-5 Jahren. Es gibt Hopfen, alle Sorten Hopfen, wie Zitronen schmecken, es gibt Hopfen, wie Mandarin schmecken. Und es gibt halt mehr, dass wir mit dem Hopfen viel arbeiten. Mit den strengen Gesetzen hat sich die Verbrauchsgesellschaft verändert. Jedes Jahr wird immer mehr alkoholfreies Bier getrunken. In Ivana ist 8% von der Produktion ohne Alkohol. Jetzt probieren wir alles mehr, dass Bier ohne Alkohol gerade so gut ist wie Bier mit Alkohol. Dass die Leute keine Differenz mehr spüren. Und das nur mit naturellen Produkten? Nur mit naturellen Produkten, ja. Dann müssen wir anders schaffen. Man muss oder das Alkohol wegmachen vom Bier, wie ein Bier wie schon Alkohol hat. Oder müssen wir von angehen und nicht fermentieren mit Hefe, wie nicht viel fermentiert und wie wenig Alkohol macht. Mit der Entwicklung von neuen Produkten langt es nicht mehr. Die Vergrößerung von der Produktion ist für das nächste Jahr angesagt. Nous avons obtenu de la part du groupe Carlsberg un investissement conséquent, puisqu'on parle de 100 millions d'euros, pour essayer de développer cette capacité encore plus en amont. Ça va toucher aussi bien des équipements de production de la bière, donc là on est sur le liquide en lui-même, mais également une nouvelle ligne de packaging, donc une ligne de conditionnement qui va représenter environ 500 000 hectolitres, qui va démarrer en étude cette année et en production fin d'année prochaine, j'espère. Kronenbäuer ist das französische Bier, wie in der Welt am meisten getrunken wird. Und die Brauerei von Ivana ist kriegst im Land. Das Kennzeichen mit dem Dormebrett existiert schon über 350 Jahre. Es gehört zu den allerältesten Betrieben in Frankreich. Ein schönes Alter zum Anstoßen, aber nicht vergessen, Alkohol kann für die Gesundheit gefährlich sein.